volle Linux-Kompatibilität halt gegeben. Auf der Desktop-Oberfläche sehe ich die beiden Karten. Ich habe eine 16 GB und eine 64 GB Speicherkarte hier drinnen. Im unteren Bereich habe ich hier rechts noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier an der Helligkeit, das ist natürlich jetzt nur hier zu sehen, auf der kleinen, kann ich noch alles Mögliche einstellen, wenn ich das möchte. Ich kann über dieses eine Menü, das ist recht praktisch, kann ich an der CPU-Geschwindigkeit was einstellen. Wie ihr seht, laufe ich hier momentan problemlos mit 800 MHz. 600 ist Standard, aber 800 läuft stabil. 900 läuft auch einigermaßen, aber da muss man mal mit Abstürzen rechnen. Der TV-Out-Ausgang, den ich jetzt hier gerade nutze, den kann ich hier drüber noch einstellen und konfigurieren. Ich habe das Konfigurationsmenü dafür hier unten auch schon auf. Da kann man noch an Positionierungen, Overscan und so weiter. Ich kann umschalten von S-Video auf Composite. Da ist eine volle Unterstützung gegeben. Ich kann das Bluetooth hier drüber einschalten. Ich kann den USB-Host. Momentan ist er aktiv. Ich könnte ihn jederzeit ausschalten. Ich kann über den OTG-Anschluss, über den zweiten kleinen USB-Anschluss jetzt eben einen PC anschließen und könnte dann die internen Kartenlaufwerke, die beiden hier oben, quasi als Kartenleselaufwerk an den PC übertragen, Wi-Fi ein- und ausschalten. Das ist hier an dieser Stelle alles möglich. Hier rechts sehe ich dann nochmal, womit ich hier gerade verbunden bin, natürlich mit dem falschen Netzwerk. Amiga Meeting ist das Richtige. Hier unten sehe ich die Akkukapazität, den Rest. Ich habe zwei Desktops zur Verfügung, kann also hier auch mit zwei Programm-Desktops soweit arbeiten. Ich zeige euch mal kurz den PLD-Manager. Das ist also die Paketverwaltung für die Open Pandora, wo man also eine große Anzahl von Programmen sehen kann, die hier zur Verfügung stehen. Na, das ist so der Startbildschirm der ganzen Geschichte. Hier der N64, das ist der Nintendo 64 Emulator, der hat gerade ein Update erfahren. Ich kann da mal rübergehen. Da. Na, ich kann das Paket, es ist schon installiert, ich kann ein Upgrade, also es ist gerade ein Update gekommen. Könnte ich installieren, ich könnte das Programm starten, ich kann es wieder runterschmeißen. Wenn unser WLAN ein bisschen funktioniert, dann kann ich mir hier auch Fotos anschauen, aber momentan, also Bildschirmfotos, momentan werden die gerade nicht geladen. Das WLAN scheint gerade wieder ein bisschen Probleme zu haben, aber so weit raus wollte ich da gar nicht. Gerade das nochmal, also das ist ein sehr schöner Paketmanager, der einem also hilft dabei, die ganzen Programme, die man so hat, alle up-to-date zu halten. Man kann hier in den Kategorien stöbern, was es da so alles für gibt an Programmen. Man kann auch direkt nach irgendetwas suchen. Sehr schöne Sache. Hier sind so die ganzen installierten Programme. Bin mit allem up-to-date, bis auf eben hier Moonbeam 64. Und hier sehe ich dann, was ich alles schon auf der Pandora installiert habe. Ein Rating-System dahinter, kann man also sehen, was taugt und was nicht was taugt. Gut, dann will ich euch jetzt mal einzelne Spiele und Emulatoren vorführen. Hier sind die ganzen Emulatoren, die ich installiert habe. Uns interessiert natürlich hauptsächlich der. Und mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Gut, ihr seht ihn jetzt nicht, ich sehe ihn aber nicht. Ich müsste jetzt die TV-Ausgabe einmal umschalten. Das mache ich einmal kurz. Weil nämlich dieser Emulator quasi über die 3D-Hardware, über den 3D-Chip direkt läuft, muss ich jetzt hier den anderen Layer aktivieren, den Hardware-Scaler. Das Bild erstmal weg. Hier auf der Pandora läuft noch alles. Jetzt starte ich den Emulator einmal. Und dann werdet ihr sehen, dass der Emulator jetzt eben über die Hardware läuft und wieder ein Bild einzeigt. UAE vor Ort auf der Pandora. Kann mal ganz kurz gucken, was ich da eingestellt habe. Ja, habe ich. Okay.
drei Wochen. Inklusive Interessen. Genau. Das Ganze. Ja. Auf jeden Fall. Läuft stabil und schnell. So, das ist weg. Das geht wieder raus. Es bleibt das Bild hier stehen, weil das praktisch das letzte ist, weil es was im 3D-Chip praktisch zur Ausgabe gespannt worden ist. Ich habe wieder die normale Desktop-Oberfläche, ich lasse das aber jetzt mal so an, damit ihr das alles auch entsprechend sehen könnt und starte jetzt mal ein anderes Spiel. Starten wir doch mal. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt für das andere Spiel. Ja, gut, okay. Dann nochmal was richtig Schickes hier. Mal sehen, inwieweit das funktioniert. Und dann lassen wir so einen richtig schönen alten Telefonhörer. Ja, hallo. Gibt's ja schon. Für Einführung und so. Das läuft die, manche Promis so aus Hollywood, die haben so ein dickes Ding nur als Gadget dabei und dann ja, bekloppt, ne? Erstmal so klein wie möglich und dann holen sie sich einen ordentlichen Zuhörer wieder. Ja, die alten Sachen kommen immer wieder. Ne? Ja. Achso, da braucht den Hardware ja gar nicht für aktivieren, glaube ich. Das läuft gut. Die könnte man gleich aber bei Quake auch nochmal probieren. Da läuft das wahrscheinlich auch da drüber. Ja, was natürlich auch ganz gängig ist, wenn man sowas hier hat, man kann es wieder über den Controller natürlich spielen, aber wenn man das hier ins Extreme steigern will. Oh, ich habe noch einen Competition Pro. Da gibt es einen kleinen USB-Hub hier noch rein. Problem ist nur, wenn man zu viele Kabel und Adapter anbringt. Ja, dann wird es irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Boah. Wenn die da raus wie ein Tannenbaum. Der Platz, wo man den Finger hängen oder die Kette. So, ich habe die Maus. Na, ich habe jetzt hier die Maus am Start. Müssen wir die Kameras jetzt stoppen? Na, ich starte mal das Spiel. Jetzt lässt man den Vorspann sein. Du weißt, dass wir das jetzt eventuell dann nicht mehr bei YouTube hochladen können. Die kommen schon. Ja, muss man aber das dann machen. Ah ja, okay. Ja. Zumindest ist bei dir. Ich kann auch nachbearbeiten. Bei Com. Der schwarze Balken. Ich weiß es nicht genau. Ich würde es nicht hochladen. Rauskriegen würde ich es nicht. Aber guck, auf der Aufnahme habe ich zu Hause nicht. Deswegen. Ich habe es hochgeladen. Weißt du?
Maus ist dran. Tastatur mit den zwischen arge Sensitivität hier. Drehe ich um mich selber. Maus ist echt zu schnell. Die Schreibrate ist zu hoch. Nee, ich glaube, die Maus ist einfach zu schnell und zu kannst du auch einstellen, oder? Ja, natürlich. Müsste ich auf jeden Fall nochmal tun. Ja. Oder hast du hier die ganz deutsche Version? Das ist die ganz deutsche. Das ist ja gar nicht die. Da gibt ja keine Haken. Das ist ja gar nicht sagen. Das ist ja kein Problem. Erstaunlich, ne? Nein, ist es nicht. Soll man nochmal eine sagen, weil die kann man nicht zocken. Ne? Ja, also, die Zeit ist auch vorbei. Ja, gut, ich sag mal, viele Games werden natürlich nur für PC gemacht. Ja, ich sag mal, Steambox. Also, ja. Na, wieder zurück auf der Konsole. Jetzt können wir noch einmal zu gucken, dass das auch funktioniert. Über den Bildschirm hier. Schön sehen könnt. Das Spiel ist nämlich auch sehr schön hier. This is Tomb Raider. Ja. Was muss ich denn anbieten? Ein ISO-File oder was muss ich denn anbieten? Ja, genau das. Genau. Ah, okay, da kommt jetzt wieder bei euch kein Bild. Da müsst ihr jetzt wahrscheinlich wieder mal gucken, dass ich den 3D-Chip umschalte. Der wäre natürlich am besten. Ja. Kann man bestimmt ranbilden. Ja, genau. Das sagt der Programmierer. Ja, also wie ihr seht hier, Tomb Raider. Ja, Tomb Raider ist das. Ich habe gerade Tomb Raider. Ja. Läuft sehr gut. PlayStation Emulator ist voll.